Hallo Leute, willkommen zurück zu The Force Unleashed 2. Und ich habe euch gesagt, wir machen den Hangar sauber und den machen wir jetzt auch sauber. So, ja, was gibt's da viel zu sagen? Die Typen verfolgen uns. Hey, hey, warte, die Rakete wollte ich noch haben. Ja, das große TST schießt schon wieder irgendwelche Bomben ab. Und wir können sie von hier oben eigentlich ganz leicht zurückschießen. Eigentlich. Ich weiß ja nicht, was für Streiche mir das Spiel spielt. So, das war die erste. Einmal getroffen. Hoffentlich klappt das auch. Komm schon, schieß die zweite. Irgendwie bleibt da stecken. Was soll denn der Scheiß? So, da schießt ja noch eine. Sehr gut. Hey! Die wollte ich da nicht hinschießen. Ey, was habe ich denn gesagt? Das Spiel macht uns wieder Streiche. Das hasse ich. Nee, war nicht gerade das, was ich wollte, aber gut, kann man jetzt nicht ändern. Immerhin habe ich ja was getroffen, auch wenn das nicht gerade mein Ziel war. Aber das war jetzt auch voll scheiße, oder? Ich habe das egal, ich möchte nicht diskutieren. Das Ding kommt auf jeden Fall immer näher und das passt mir nicht. Vielleicht sollte ich mal... Ja, ich habe den mit dem Blitzen ausschalten können. Hey! Was war das denn gerade eben? Da war es aber ein riesiger Sprung. So, machen wir das große Ding alles. Es hat geklappt. Jetzt haben wir es mit zwei ATSCs zu tun, die etwas klein sind. Aber egal, trotzdem sind sie gefährlich. Na, diese Sturmtruppen nerven. Eins haben wir erledigt. Super. Fehlt noch eins. Die Blitzgranate bringt nicht viel. Vielleicht dieses Fass hier. Oder Container. Fass ist das nicht wirklich. Was ja, nein, ja. Jawohl. Erledigt. Sind das alle? Du musst diese Enterschiffe von den Hangartoren entfernen. Ich bin dabei. Jawohl, ich hab's geschafft. Der hier geht irgendwie nicht an. Hallo. Geht doch. Gute Arbeit. Der Hangar ist frei. Juhu! Ich nehme die Abriegelung auf. Komm auf die Brücke. Auf zur Brücke. Wir haben ein riesiges Stück erledigt. Und es war nicht wirklich einfach. Ich musste mich richtig viel konzentrieren. Ach, hey. Ja gut, dahin muss ich ja eh nicht. Sondern hierhin. Imperiale Truppen im Maschinenraum. Nicht wahr. Du musst sie ausschalten, bevor sie das Schiff lahmlegen. Bin dabei, Chef. Den Antriebskern zum Maschinenraum gelangen, Master. Suchen Sie eine Wartungsluke in Ihrer Nähe. Hallo, Ladies. Ich habe gehört, ihr stresst. Junge, Junge, ich habe heute schlechten Tag. Ups, den habe ich aber eine verpasst. Oh, Snipers, Hilfe! Boah, die haben ja eine verpasst, aber ganz hart. Ah, die Snipers, die lassen mich einfach nicht in Ruhe. Ah, haha, jetzt hab ich sie alle. Ein paar Blitze und schon sind sie still. Das Ding mal dahin, dann gibt es einen schönen Knall. Bumm. Macht das Bam. Ihr wisst schon Bescheid, einfach aufhalten. Oh, Sniper, 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 den habe ich ja voll übersehen.
paar Blitze, dann reicht das denen. Naja, wie auch immer. Jetzt seid ihr nicht mehr so mutig. Das Ding wieder da rein und dann gibt es wieder einen schönen Knall. Bumm. Dann wieder zurück. Die hier einmal mit dem Blitzen berühren und schon macht alles bumm. 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 Hier auch nochmal. Und da auch nochmal. So. Ja, dann geht's wieder eine Etage tiefer. Oh ne, schon wieder eine TST. Wie kommt das Ding, ich frage mich wirklich, wie kommt das Ding hier rein? In so einen Maschinenraum. Die Soldaten, ja klar, das geht, aber eine TST? Nee, nee, das, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Vor allem in so einem geschlossenen Raum hier. Das geht ja gar nicht. Nun gut, macht es wieder bumm. Oh, ich liebe es, wenn sie explodieren. Ey, diese blöden Soldaten. Ja, jetzt sind sie alle erledigt. Da sind noch zwei. Geht doch. Ah, Scout-Truppen. Ich weiß jetzt nicht wirklich. Da geht's lang. Etage tiefer, sehr gut. Ich riegle den Maschinenraum ab, bis du alle ausgeschaltet hast. Chef, ein Momentchen. Kommt drauf an, wie viele sind. Ach, sind nur wenige. Geht doch noch. Hey, die schießen durch allen Rohren. Ich bin gleich tot. Das heißt ja gleich, ich bin tot. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass sie von so vielen Seiten angreifen. Egal. Nicht halb so wild. Nicht schlimm. Machen wir es gleich nochmal. Ich riegele den Maschinenraum ab, bis du alle ausgeschaltet hast. Da, die geht doch, der Sprung. Das Problem ist nur wieder dieses Scout. Und irgendwie ist das jetzt blöd hier. Ey, wie könnte er mich denn jetzt treffen? Wie konnte er mich jetzt treffen? Das ist Ruha. Keine Sorge, du kannst alles abriegeln. Die Scouts schon wieder. Hey, auf einmal sind keine Scouts da. Was soll da Blödsinn? Auf einmal sind keine Scouts da.
Seht ihr? Seht ihr es? Auf einmal sind es keine Scouts da. Jetzt muss ich extra dahin laufen, die da eliminieren und dann wieder zurück, um die Scouts zu eliminieren. Jetzt sind auf einmal Scouts da. Das nervt. Das ist reinste Verarsche. Ja, es geht mir aus dem Weg. Ich möchte kein Combo ausführen. Ich weiß nicht, warum du Combo ausführst und wieso klappst du mir jetzt eine? Ey, ich werde doch wahnsinnig hier. Hier oben bin ich sicher. Ja, hier oben bin ich sicher. Hier oben kann ich jetzt mal ein paar bisschen Leben tanken. Hey! Heißt das denn. Ey. Geht doch, Chef. So geht's. So bin ich zufrieden. Nee, so bin ich jetzt nicht wieder zufrieden. So auch nicht. Kann das Ding nicht zielen? Ich hab doch fair abgewehrt. Schon wieder. Ich hab wieder fair abgewehrt. Ich weiß, warum ich jetzt tot bin. Meine Geduld ist wirklich am Ende. Und wenn das passiert, dann... Ich verstehe gar nichts mehr. Ist ja, wenn meine Geduld wirklich am Ende ist... Dann flippe ich richtig aus. Geht's allen meinen Gegner schlecht. Komm schon, ne? Jetzt kannst du mal sehen. Ihr... Was denkt ihr euch? So, jetzt langsam müsste Ende sein. Ja, ich sag's doch. Jetzt langsam Ende hier. Nix mehr schonen. Jetzt ist mit euch aus. Ey, jetzt sind auf einmal da drei Stück schon wieder. Wieso? Egal, ich werd's nicht verstehen. Ich werd die Scouts jetzt einfach eliminieren. Die anderen Soldaten müssten eigentlich kein Problem sein. Bam, kennst du den hier? Autsch, das muss brennen, Kollege. Und hier nochmal. Ah, der lebt auch noch. Kein Problem. Wisst ihr, das mache ich gerne. Das war der letzte. Los, Bewegung. Hey, Kollege, freundlichen Ton, ja? Ich habe hier nicht die ganze Zeit rumgekämpft, damit du mich anschleißt. Unhöflich. Gott sei Dank haben wir das erledigt. Und ich beende jetzt diesen Part, Leute. Bis zum nächsten Mal dann.